easy go. Und heute geht's weiter in Ghost Recon Breakpoint, Leute. Ja, unsere Mission ist Madeiras Haus finden. In der Wohnanlage Ettrick im südlichen Teil der Region New Stirling. Die Wohnanlage Ettrick ist an der Küste. Es ist das nördlichste Haus im Dorf. Gut, ich weiß auch schon, wo wir hin müssen, Leute. Wir müssen zu diesem weißen Punkt, respektive wir müssen dem gelb-weißen Punkt hier folgen, aber wir müssen zum weißen Punkt gehen. Dort ist dieses Ettrick-Zentrum oder was auch immer, Wohnanlage, was auch immer, ja. Ich probiere natürlich vorbeizukommen an den Gegner und ja, ich hoffe, dass es zumindest mal gut funktionieren wird, was ja immer ein bisschen dramatisch ist, zu mich hier heranzuschleichen. Ich probiere es mal. Ich muss ja nicht allzu auffällig sein. Okay, eine Drohne ist auf jeden Fall schon da. Ja, das ist nicht so gut, ne? Okay, aber wisst ihr, was das Schöne ist? Ich kann schön bei diesen Rebstöcken, also bei diesen Rebstöcken oder wie man die auch immer nennt, bei diesen Reben kann ich hier eben bei diesen Winzer oder besser gesagt bei diesen Traubengebüschen hier, kann ich mich schön vorbeischleichen. Okay, ich möchte jetzt die nicht anlocken, das ist jetzt nicht der Plan. Leute, die Wohnanlage ist hier, Leute, Madeiras Haus ist hier, ganz oben, Leute. Ja, es hat völlig an einem anderen Punkt angezeigt, dass die Wohnanlage ist. Die Wohnanlage ist zwar dort, aber das gehört auch dazu, alles in diesem Kreis, ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier einfach mal rein und, ja, wir müssen jetzt hier natürlich die Madrea finden. Ich glaube, wir müssen hier mal hochgehen. Fundstück nehmen. Okay, das Fundstück könnten wir sogar noch nehmen. Der Standort des Hauses wurde auf der Taktikkarte verzeichnet. Genau. Okay, wir haben Madreas Haus, habe ich jetzt gefunden. Also würde ich mal sagen, untersuche ich das Ganze jetzt mal. So, Madreas Haus durchsuchen. Ich war ihr Nachbar, der Letzte, der Madeira gesehen hat. Und wisst ihr, was so schön jetzt daran ist, Leute? Ich kann die Mission erledigen, ohne dass ich da Gegner mich jetzt an... Ohne dass jetzt die Gegner anschleichen muss, weil ich jetzt vorhin alle eliminiert habe, ey. Ist das nicht schön? Das kann ich da mal... Da ist sie ja. Oder er. Das ist ein R. Hallo. Ich suche Ihre Nachbarin, Paula Madeira. Oh, ich habe sie schon eine Weile nicht mehr gesehen. Eines Tages ging sie fort. Ich habe gehört, Sentinel hätte jemand Neues, der ihre Arbeit ohne sie fortsetzt. Und wo könnte sie sein? Sie hat öfter diesen Daigoro in Auroras Parlament getroffen. Es klang, als wäre er einer dieser Demonstranten. Danke. Okay, neuer Hinweis. Ah, die müssen wir jetzt. Foto des Parlaments von Auroa. Warte, das schaue ich gleich mal nach. Foto des Parlaments von Auroa, okay. Das ist ein Foto des Parlaments von Auroa. Ein sehr beeindruckend aussehende, wichtige Institution auf der Insel. An dem Tag, an dem sie verschwand, wollte Paula Madeira hier jemanden treffen, okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zum Parlament, so wie es jetzt da steht. Genau, jetzt muss ich da nur schauen. Genau, hier ist der nächste Punkt. Zum Parlament von Auroa gehen. Madeira verschwand, nachdem sie Daigoro im Parlament von Auroa getroffen hatte. Sie ist im Zentrum der Region Liberty. Es ist inmitten einer großen Stadt. Okay, Leute. Ja, dann würde ich sagen, 5 Kilometer haben wir. Und das müssen wir nicht mit dem Auto gehen, denn wir können das schön beliebte Flugzeug nehmen, das hier jetzt uns zur Verfügung steht. Das Schöne ist, weil ich jetzt alle Gegner abgeschossen habe, Leute, habe ich jetzt schön das Flugzeug für mich. Also wenn ihr merkt, wenn ihr solche Punkte erreichen möchtet, aber ihr merkt, nee, es ist mir zu riskant, zu viele Gegner, knallt einfach die Gegner ab, Leute. Geht irgendwo sicher in Deckung
Dann knallt einfach alle Gegner ab, Leute. Denn ja, auf gewissen Basis, wo es ziemlich viel hat, wird es schwierig. Aber jetzt zum Beispiel hier, wo so eine Wohnanlage ist, kann man das noch easy machen. Hat gar nicht mal so lange gedauert, Leute. Gut. Also Leute, würde ich sagen, machen wir doch das gleich mal. Wir fliegen jetzt zum Parlament von Aurora und werden mal dort diese Paula oder wie die auch immer heißt, werden wir mal dort suchen. Gut, so, es geht sowieso nicht lange, Leute, seht ihr, ich bin schon hier. Fast. Nicht viel fehlt. Nur ein kleines bisschen. Ja, komm immer näher. Hier sind wir in Aurora, Leute. Genau hier hat es ja das Ganze angezeigt. Hier irgendwo müsste es sein. Okay. Gut, wir sind eigentlich so quasi schon hier eigentlich. Jetzt muss ich da nur schauen, wo ich da geschickt landen möchte. Ja. Gegner hat es auch ordentlich am Start. Das merkt man. Ja, die möchte ich jetzt besser nicht aufwecken. Also lande ich jetzt lieber mal irgendwo neben draußen. Genau hier. Okay, gut. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal dorthin. Jetzt muss ich mich hier wieder vorbeischleichen. Okay, das sind, glaube ich, keine Gegner gewesen, aber egal, sicher ist sicher. Okay, so viele Gegner hat das hier nicht, also könnten wir das eigentlich theoretisch sogar schaffen. Und es steht, Zivilisten sollten mehr darüber wissen. Gut, dann frage ich mal einen Zivilist. Hallo. Ich suche nach jemandem, der auf den Namen Daigoro hört. Wissen Sie, wo ich ihn finde? Ich bin ehrlich. Mehr weiß ich nicht darüber. Das weiß ich zu schätzen. Okay, Sentinel-Soldaten sollten wissen, wo er festgehalten wird, okay? Gut, hätte ich mir denken können. Ja, so schwierig zum die verhören sollte es ja nicht sein. Da habe ich übrigens schon einen, den ich verhören könnte. Genau, ich muss jetzt nochmals einen verhören, damit wir mehr darüber wissen. Dann mache ich das mal. Ich habe sogar noch hier die Möglichkeit, den zu verhören. Dieser, wo mir näher liegt, könnte ich verhören. Okay, ich probiere es mal. Stopp, 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 stopp. Okay, der Verhörer, also ich meine den Sentinel-Soldat hier, wo ich verhören muss. Steht genau nebendran. Ja, schön, wie er in die andere Richtung läuft. Gefällt mir. Ja, wenn dieser kommt, dann könnte ich den verhören, ne? Am besten muss ich schauen, dass er mich nicht sieht. Und Leute, was man auch machen kann, man muss nicht den gerade greifen, man kann auch ihn mit der Sniper in die Beine schießen. Das reicht auch schon.
Hier gibt's aber auch noch. Wir werden sowieso nichts finden. Ich habe echt genug von dir. Oh, Scheibe. Na. Da möchte ich lieber nicht begegnen. Nee, 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 da gehe ich nicht durch. Hier, Leute, hier haben wir einen. Den könnten wir verhören. Der ist sogar gerade alleine unterwegs. Sehr gut, Leute. Sehr gut. Bitte schön, bevor ein anderer Soldat kommt. So, komm. Sag mir alles darüber, was ich wissen sollte. Los! Du hast alle Infos. Lass mich gehen. Okay, gut. Sehen Sie die sich Aufklärung auf der Paula Madeira Seite an, um weitere Informationen. Okay, so sieht das aus. Alles klar. Foto des Gefangenlagers. Oh, ja, sieht ein bisschen krass aus. Das ist ein Foto des Gefängnisses, wo diejenigen festgehalten werden, die von Sentinel gefangen wurden. Das Gebäude selbst sieht wie eine uneinnehmbare Festung aus. Irgendwie wirkt so ein einschüchterndes Gefängnis auf Aurora, dem saftig grünen Insel Utopia, fehl am Platz. Gut, alles klar. Okay, dann wissen wir ja, was der nächste Einsatz für uns heißt. Wir müssen jetzt zum Gefangenlager, zum Gefangenenlagers gehen. Okay. Das Gefangenenlager befindet sich im westlichen Teil der Region Liberty. Daigoro wurde von Sentinel festgenommen. Man kann es vom Bild vom Bird Hill aus sehen, okay? Gut. Okay, Leute. Das sind etwa 2,1 Kilometer. Hier angekommen, jetzt muss ich hier bei Liberty, beim Gefangenenlager, muss ich Daigoro befreien. Gut. Das ist also jetzt unsere Mission, wir müssen ihn befreien. Und ich werde auch schon wissen, wie. Dass uns Gegner angreifen, damit müssen wir wahrscheinlich rechnen, dass Gegner auf uns zukommen. Aber eben, wichtig ist, dass wir jetzt natürlich Daigoro befreien. Wird schon irgendwie möglich sein, Leute. Ich darf nur nicht so entlang laufen, ich muss da außen rumgehen, weil sonst habe ich keine Chance, Leute, zum hier Daigoro zu befreien. Ich gehe jetzt mal. Ich gehe jetzt mal hier etwa in diese Richtung. Oh shit. Ja, hier wird alles zu doll überwacht. Das merkt man schon von außen. Okay, ich gehe jetzt mal schnell hier durch. Bevor hier etwas noch ist. So. Gut, Leute, hier oben steht schon ein feindlicher Soldat, besser gesagt, oder einfach eine feindliche Einheit. Ich muss hier gut aufpassen und gutes Auge haben. Okay, hier unten sind Gegner. Da kommt einer. Ja, der kommt runter.
Oh shit. Sehr gut. Oh, nee, 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 nee. Ah, komm, geht. Oh, Mann. Sehr gut. Nein, oh, shit. Shit. Sehr gut. Nee, 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 ich gehe weg von hier, Leute. Ich gehe weg. Shit, ey, die haben mich entdeckt. Alter, wie die mich entdeckt haben, meine Güte, ey. Scheibenkleister. Ja, das war gar nicht gut. So, ich gehe jetzt mal... Oh mein Gott, Scheibenkleister, ey. Junge, Junge, shit, ey. Ey, ich gehe sofort hier nach oben, ey. Nein! Oh mein Gott, ey. Alter, was knallt mich hier alles ab? Ey, diese Dinger möchte ich jetzt zuerst abknallen, wo mich immer abknallen hier. Sehr gut, ja, sehr schön. So möchte ich das sehen, Leute, genau so. Wenn etwas mir den Spaß verdirbt, dann ist es immer diese scheiß Drohne. Jetzt habe ich das Ganze mal endlich. So, Leute, jetzt könnt ihr auch noch ein bisschen Kampf-Action sehen, auf jeden Fall. Hier in Ghost Recon. Okay. Sehr schön. Ja, nicht so viel, nicht so gut, mich anzugreifen, ne? Okay, wenn der kommt, greife ich ihn mit der Sniper an. Die sollen nur alle kommen, Leute. Oh, und ich bin hier vorne, Leute. Ja. Jetzt kann ich hier hochgehen. Ja, gut, wenn die alle dorthin gehen, dann kann ich hier gehen, in diese Richtung. Okay, gut, ich gehe jetzt mal hier in Deckung. Oh nein, nein! Nee, 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 nicht getroffen, nicht getroffen. So schnell geht das nicht. So, Leute, richtig toll. So langsam, wenn die Gegner... Oh, Granate habe ich. Sehr gut, Ziel getroffen. Kann ich jetzt auch mal sagen. So, ich gehe hier hoch, Leute. Ja, Mann. Sehr gut. Hier durch? Ja. Hier runter muss ich. Ja, jetzt bin ich hier oben. Ich muss aber wieder runter anscheinend.
Oh, jetzt kann ich dich schön um den Kreis hier jagen. Das ist wie ein Labyrinth hier drin. Keine Ahnung, wo die sich alle befinden, ey. Okay, und wo ist jetzt dieses Gefängnis? Entweder ist es ganz oben. Ich muss jetzt mal alles durchsuchen, Leute. Sorry, aber hier muss ich jetzt mal wirklich alles durchsuchen. So, wir sind hier angekommen. Wie es aussieht, müssen wir wirklich weiter alles nach oben gehen. Entweder alles nach oben oder alles nach unten. Eins von beiden. Nee, hier gehe ich sicher nicht durch. Hier auch nicht. Alter, das sieht es ja fresh aus. Sehr gut. Oh, hier nach unten. Ich glaube, wir müssen ganz nach unten, Leute. Jetzt habe ich es herausgefunden. Okay, sie haben mich verloren. Ist gut. Sie haben das Ziel verloren, Leute. Gut, sehen tun sie mich auch nicht. Sehr gut. Hacken. Sieht aus, als wäre Madeira verlegt worden. Ich frage mich, ob da... Anforderung zur Verlegung des... Oh shit. Ich geh jetzt mal weg von hier. Bevor der mich noch entdeckt. Madeira wurde hier festgehalten, inzwischen aber woanders hin verlegt. Oh shit. Muss ich jetzt verhindern, dass die Gegner hier ankommen oder was? Bisher nichts. Und tschüss. Okay, mal schauen, wenn es verlegt wurde, ob es jetzt... Wo es jetzt anzeigt, wo der Punkt ist. Ah, hier oben. Ja, wir müssen weiter nach oben gehen. Sehr gut. Dann mache ich doch das. So, wir haben es geschafft, Leute. Kennen Sie Paula Madeira, die Drohneningenieurin? Was sagten Sie? Sie baut Drohnen. Wie die, die über die ganze Insel fliegen und Leute umbringen. Hey, egal was Sie gehört haben. Sie arbeitet bestimmt nicht für Sentinel. Sie gehört zu uns. Sie ist mutig wie eine Löwe. Und sie ist eine Outcast. Warum hat sie dann überhaupt Drohnen gebaut? Wer sind Sie eigentlich? Ganz ruhig. Ich bin ein Freund. Ich war in einem der abgestürzten Helikopter. Gehen wir an einen sicheren Ort. Dann können wir reden. Okay. Shit. Oh mein Gott, jetzt kommen die noch. Komm her, komm her. Okay, sie haben mich verloren. Gut. Okay. Wir müssen ihn aus dem Gefängnis hier bringen. Seid auf alles gefasst. Sehr gut. Scheiße, wo kam diese Schüsse her? Okay, komm. Hört ihr mich? Hier sind Feinde. Es
Jetzt eliminiere ich die. Komme ich hier runter? Oder ist das zu hoch? Nee, ich glaube, das ist zu hoch. Oh, shit. Okay, Leute, gut. Oh shit, oh shit, oh nein. Scheibenkleister, ja, die kommen, die kommen. Komm, ja. Oh shit, was ist das für einer? Shit. Okay, weißt du was? Ich setze jetzt mal die Granate. Oh mein Gott. Sehr gut. Sehr gut. Okay, Leute, jetzt müssen wir, glaube ich, die ganze Basis hier zerstören. Aber das Gute ist, ich habe immer noch Handgranaten. Oh shit, ey, shit. Scheibenkleister, ja. Leute, ich bin sehr gut dran im Moment. Aber wenn ich nachladen muss, habe ich nicht so Vorteil, ne? Der Nachteil ist, dass die Waffe so lange nachladen muss, ey. Ich habe ihn jetzt befreit und ich bin jetzt da rausgekommen. Ja, nicht gestorben, Leute. Daigoro in Sicherheit bringen, okay. So, wir müssen jetzt Daigoro in Sicherheit bringen, Leute. Ja. Eben, ich muss sagen, so langsam fällt mir das auch immer leichter, hier zu spielen in Ghost Recon Breakpoint. Auch wenn das manchmal lange geht, eine Weile, bis man sich hier irgendwo durchgedrückt hat. Aber trotzdem weiß man und erkenne ich langsam, dass ich Chancen habe. Ey, das ist auf jeden Fall wichtig zu erkennen. Okay. So, wir haben ihn bald in Sicherheit gebracht und der Abholpunkt wurde auf der Taktikkarte markiert und da würde ich jetzt sagen, gehe ich auch hin und werde Daigoro natürlich hier in Sicherheit bringen. Wir haben ihn jetzt vom Gefängnis befreit und würde ich sagen, bringen wir ihn hier hin. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir doch das gleich mal. Wir sind ja hier schon. Ja, genau. Es ist hier natürlich dieses blöde Auto, wo noch in den Weg kommt. Ich lasse... Oh nein, 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 nicht zu früh, nicht zu früh. Ich lasse jetzt das mal durchfahren, bevor mich hier noch die Gegner sehen. Okay, gut. Das Auto ist weg, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier hin. So, Leute, wir sind angekommen hier. Ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal raus und dann würde ich sagen, bringe ich ihn hier hin. Oh. Ich muss auf ihn warten. Ja, komm. Oh, Mann. Stopp. Ja, toll, Alter. Nee. Scheibe, Mann. Alter, jetzt muss ich hier noch... Ah, fuck, ey. Komm rein. Nein, 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 raus, raus, raus. Raus, raus, raus.
Digi, wo ist der? Ah, hier. Digi, ich wollte schon sagen, ey. Reden jetzt. Verraten Sie mir, wo Paula Madeira ist? Sie ist ein guter Mensch. Was wollen Sie von ihr? Wir arbeiten daran, einen Sektor von Drohnen zu säubern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe. Ich habe Ihren Namen gehört, als Sie über Sperrgebiet 1 geredet haben. Vielleicht ist sie dort. Okay, lösen, Wortwechsel, gut, das machen wir mal. Also wissen wir, wo sie ist. Ich nehme an, sie ist Sentinels Joker für das Killer-Drohnen-Programm. Dreckskerl! Sie holen sie da raus, ja? Ist mir egal, um welchen Preis. Bleiben Sie locker. Ich mach das schon. Okay, gut. Neuer Hinweis, mit Daigaro sprechen. Genau. Okay, jetzt muss ich schauen. Einsatz abgeschlossen, ein treuherziges, ja, keine Ahnung, was jetzt weiter hier gestanden ist. Neuer Einsatz für die nächste Folge, neuer Einsatz, spurlos Paula Madeira, okay, das ist dann in der nächsten Folge. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall Daigoro vom Gefängnis natürlich befreit, war eine coole Folge, war auch einigermaßen sehr actionvoll, aber ich war auch erfolgreich, muss ich sagen, ja. Das war's auf jeden Fall für diese Folge Ghost Recon Breakpoint. Im nächsten Let's Play geht's dann weiter und ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend, Leute. Macht's gut und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Let's Play, Leute. Haut rein, Leute, und tschüss.